Moin ihr Füchse, willkommen zum 12. und leider auch letzten Teil dieser Serie. In diesem Video werden wir jetzt unserem Spiel noch ein paar kleine Effekte hinzufügen, sodass es noch ein kleines bisschen besser ausschaut. Und was genau wir alles machen werden, das seht ihr nach dem Intro. Im letzten Video haben wir unser Spiel so verlassen, dass wir hier oben eine Score-Anzeige haben für die Punkte und hier unten eine Anzeige für die Anzahl der Leben, die der Spieler noch hat, bevor er quasi das Spiel verliert. In diesem Video wollen wir jetzt einfach noch ein paar kleine Effekte mit einbauen. Beispielsweise möchten wir, dass unser Flugzeug hier hinten eine kleine Flamme bekommt, dass die Flügel einen Trail, also eine kleine Spur hinterlassen oder dass wir beispielsweise einen kleinen Explosionssound noch drin haben. Und genau das werden wir jetzt noch machen. Und zu guter Letzt wollen wir auch noch an dem Schiff visuell den Schaden anzeigen, wenn wir von einem Meteoriten getroffen wurden. Wir starten jetzt zunächst einmal noch mit dem Explosionssound. Dafür erstelle ich jetzt ein neues Game-Objekt, das nenne ich auch einfach einmal Explosion. Hier drin werden wir eine Audio-Source haben und wir werden noch ein Skript benötigen. Als Audio-Clip wähle ich jetzt einmal hier Explosion aus und das Ganze spielt natürlich auch über unseren Effektmixer. Anders als bei den anderen zwei Sounds lasse ich jetzt hier Play on Awake an, denn wir werden dieses Game-Objekt erzeugen, wann immer wir eine Explosion benötigen. Unsere Explosion legen wir jetzt noch als Prefab ab und erzeugen dann ein weiteres Skript. Das Ganze nenne ich jetzt auch wieder unser Explosion-Skript. Mit einem Doppelklick landen wir in der IDE und dort sehen wir uns gleich wieder. Unser Skript für die Explosion, das wird jetzt ganz einfach. Wir brauchen nämlich nur die Start-Methode. Hier drin machen wir ein Destroy-Game-Object nach 2 Sekunden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum haben wir die Explosion nicht im Teil mit den Sounds gemacht? Prinzipiell ist es so, dass wir natürlich auch noch die Explosion visuell anzeigen könnten. Das überlasse ich euch aber als kleine Herausforderung. Wir werden jetzt diese Explosion allerdings noch benutzen. Zum einen müssen wir im Meteoroid-Controller eine Explosion anzeigen. Das heißt, wir werden hier ein neues öffentliches Feld machen, ein Game-Object, Explosion Prefab. Und wann immer unser Meteoroid mit einem Spieler kollidiert, werden wir diese Explosion abspielen. Das heißt, wir machen hier ein ganz simples Instantiate, nämlich unser Explosion Prefab und an der Stelle, wo sich unser Meteorit gerade befindet. Das gleiche brauchen wir jetzt eigentlich auch noch in unserer Kugel, denn wann immer eine Kugel auf einen Meteoriten trifft, soll auch eine Explosion abgespielt werden. Das heißt, auch hier wieder ein Public Game Object Explosion Prefab. Und auch hier werden wir einfach hingehen, ein Instantiate aufrufen mit unserem Explosion Prefab an der aktuellen Stelle und natürlich ohne Rotation. Das Ganze speichern wir jetzt einmal ab und gehen zurück nach Unity. In Unity müssen wir jetzt noch 2 Dinge ändern. Wir gehen nämlich einmal auf unser Prefab, wählen hier den Meteoriten aus und wählen jetzt beim Explosion Prefab einfach unser Prefab einmal reinziehen. Und das gleiche machen wir natürlich beim blauen Laser, der unser Basis-Prefab darstellt. Auch hier ziehen wir jetzt einmal dieses Explosion-Prefab rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auf Play drücken und das Ganze natürlich mit Explosionssound einmal anhören. Wir machen jetzt allerdings weiter und werden unserem Flugzeug eine kleine Spur hier jeweils an den Flügelenden spendieren, sodass das Ganze einfach ein kleines bisschen schicker aussieht. Dazu brauchen wir jetzt zuallererst mal ein neues Material. Das heißt, wir machen es einmal hier in unserem Assets-Folder einen Rechtsklick, sagen Create und wählen dann hier Material aus. Dieses Material nenne ich jetzt einfach einmal Trail, also Spur. Ihr solltet jetzt darauf achten, dass als Shader hier der Universal Render Pipeline 2D Sprite Lit Default Shader gewählt ist. Und als Textur wählen wir jetzt eine Textur aus, die sich einfach Speed nennt. Das Material ist dann dafür zuständig, wie unsere Spur, die hier erzeugt wird, tatsächlich aussieht. Damit jetzt so eine Spur angezeigt werden kann, gehen wir einmal zum Player und erzeugen im Player wieder ein neues leeres Game-Objekt. Das nenne ich einmal Trails. In diesem Game-Objekt brauchen wir jetzt ein weiteres Game-Objekt, nämlich das nenne ich einfach hier einfach mal Left. Und ich werde das Ganze jetzt so hinschieben, dass es eben hier links an dieser Spitze des Flügels sitzt, denn hier möchten wir dann die Spur erzeugen. Wir machen jetzt erstmal die linke Seite und wenn es nachher richtig eingestellt ist, duplizieren wir das und schieben es einfach nach rechts. Als nächstes brauchen wir jetzt eine neue Komponente und zwar einen Trail-Renderer, den Unity uns schon mitliefert. Man kann das ganze Ding jetzt auch schon in Aktion sehen, wenn wir beispielsweise mal das Spielerschiff benutzen und einfach mal hier herumschieben, dann sehen wir jetzt einen wunderbaren lila Strich.
Das ist quasi unser Trail, der erzeugt wird. Der ist jetzt aktuell noch lila, weil wir natürlich nicht unser Material hinzugefügt haben. Das heißt, wir wechseln jetzt wieder in unser Left Trail Objekt und gehen zuallererst mal hier unten bei Materials und wählen bei Element 0 hier aus unser eigenes Material. Das hieß ja eben auch Trail. Das wähle ich hier aus und jetzt sieht das Ganze schon ein kleines bisschen besser aus, aber lang noch nicht so, wie wir es ganz gerne hätten. Wir werden es auch ein kleines bisschen Sachen anpassen müssen. Dieses Diagramm hier oben gibt an, nach wie viel Zeit, wie dick dieser Trail sein soll. Das heißt, wenn ich hier die Dicke einmal nach unten schiebe, dann wird das ganze Ding dünner. Jetzt geht es halt dummerweise auch nebenbei weg, da natürlich die Zeit fortschreitet in unserem Editor. Das heißt, wir schieben es jetzt einmal hier ein kleines bisschen runter und gucken, dass wir ungefähr bei 0,17 herum stehen bleiben. Das empfand ich als schönen Wert. Wenn wir jetzt unser Spielerschiffchen bewegen, sehen wir schon, dass das Ganze ein kleines bisschen dünner ist. Wie es aber für eine Spur so sein soll, soll sie natürlich am Anfang etwas dicker sein und mit der Zeit dünner werden. Auch das können wir in unserem Trail-Renderer so einstellen. Wir können hier verschiedene Punkte erzeugen. Beispielsweise mache ich jetzt hier einfach einmal einen Rechtsklick, wähle Add Key, um einen neuen Punkt zu erzeugen und werde irgendwo hier hinten bei 0,9 mal nach unten gehen auf 0. Und wir sehen jetzt auch schon, wie unser Trail-Renderer etwas dicker anfängt und immer kleiner wird nach hinten. Dann können wir noch ein paar kleine Einstellungen ändern, beispielsweise die Zeit. Das heißt, dass über 5 Sekunden solch eine Trail generiert wird. Das ist mir persönlich viel zu lang. Ich setze das jetzt hier mal auf die 1, damit das ein kleines bisschen kürzer wird. Und was wir auch nicht brauchen, ist, dass diese Trail, also diese Spur, einen Schatten wirft. Deswegen schalten wir die Schatten einfach hier auf aus. Wenn wir jetzt erneut unser Spielerschiff bewegen, dann sieht das Ganze schon ein kleines bisschen netter aus. Jetzt werden wir noch eine Sache ändern. Wir haben hier unten eine Farbe drin stehen und wir werden jetzt hier, wenn wir die Farbe einmal anklicken, haben wir die Möglichkeit, den Farbverlauf zu bestimmen. Denn aktuell, so wie es ist, finde ich es noch zu sehr sichtbar für eine einfache Spur. Jetzt können wir hier oben diesen oberen rechten Pfeil anwählen, das ist nämlich der Transparenzmodus. Der ist jetzt aktuell mit Alpha auf 255, sprich komplett sichtbar eingestellt. Und wir fahren jetzt hier einfach mal auf komplett 0 runter, sprich unsere Spur, die wir erzeugen, fängt erst ganz hell an und wird dann einfach immer leichter, sodass es eben ausschaut, als würde es wieder verpuffen. Jetzt kann man hier generell noch ein bisschen damit rumspielen und das Alpha vorne auch noch ein bisschen runterfahren, wenn man es nicht so stark haben möchte. Oder wenn man beispielsweise hier unten draufklickt, könnte man auch die Farbe noch ein kleines bisschen ändern. Hier könnt ihr ganz nach eurem Geschmack ein bisschen rumspielen. Ich mache jetzt diesen Gradient-Editor wieder zu und jetzt werde ich diesen Trail, den wir hier gemacht haben, einmal duplizieren. Das könnt ihr machen, indem ihr einfach Steuerung D drückt. Und dann nennen wir das Ganze um nach Right. Und damit es auch nach rechts verschoben wird, ändern wir einfach hier dieses Minus X auf ein positives X. Und jetzt soll das eigentlich schon ganz gut ausschauen. Ich mache jetzt die Game-Ansicht hier einmal wieder groß, drücke hier mal auf Play und dann schauen wir uns das Ganze einmal an, wie das live ausschaut. Na, wir sehen jetzt hier schon, das sieht schon ganz, ganz nett aus. Da kann man natürlich noch ein bisschen mit rumspielen. Aber wir haben jetzt hier so eine kleine Spur hinten dran, die erzeugt wird, damit das Ganze einfach ein Ticken lebendiger ausschaut. Hier kann man natürlich unendlich viel rumspielen mit verschiedenen Grundbildern, verschiedenen Farben, verschiedenen Alpha-Werten, um einfach so eine Spur zu erzeugen, wie man es ganz gerne haben möchte. Das Kreative überlasse ich dann natürlich euch. Als nächstes wollen wir jetzt unserem Spielerschiff hier hinten noch eine kleine Flamme mitgeben. Ich sehe gerade, ich habe hier noch so einen Explosion Prefab drin, das lösche ich gerade mal raus, das brauchen wir nicht. Für die Flamme werden wir jetzt im Spieler wieder ein neues Game-Objekt anlegen. Und hier werden wir jetzt einen Sprite-Renderer hinzufügen als Komponente. Als Sprite wählen wir auch das Ding aus, was hier einfach nur Fire heißt. Legen das jetzt hier einmal rein. Jetzt sehen wir, dass hier dieses Gizmo wieder im Weg ist. Das heißt, wir drücken hier oben einmal auf den Gizmos drauf, damit das Ganze weg ist. Und jetzt müssen wir unsere Flamme, die wir hier haben, die ist aktuell hinter dem Flugzeug, einfach hier rumschieben. Dann werden wir das Ganze rotieren, sodass es, ja, passt von der Orientierung her. Wir schieben das Ganze wieder ein kleines bisschen zurück. Jetzt könntet ihr auch mit einer Größe rumspielen, es ein kleines bisschen größer machen. Ich lasse es jetzt aber hier einfach mal so, wie es ist. Damit das Ganze noch aufgeräumt ist, nenne ich das Game-Objekt jetzt noch um in Flame.
Und dann wechseln wir zurück in unseren Code-Editor, denn da müssen wir jetzt noch ein kleines bisschen weitermachen. Zur Ergänzung brauchen wir jetzt das Skript für den Player-Controller. Hier drin werden wir jetzt ein neues öffentliches Feld anlegen. Das ist ein Game-Object und ich nenne es einfach mal Flame. Zum Start werden wir diese Flamme deaktivieren. Das heißt, wir machen hier Flame set active auf false, damit es nicht aktiv ist, denn zum Start soll die Flamme ja gar nicht angezeigt werden. Und in unserer Update-Methode werden wir die Flamme einschalten, sobald wir unser Schiff beschleunigen. Das heißt, wir können jetzt hier einfach hingehen und sagen einmal Flame set active und das soll immer dann der Fall sein, wenn unsere Acceleration, also unsere Beschleunigung, größer 0 ist. Das Drehen werde ich jetzt hier nicht berücksichtigen, denn irgendwie finde ich, macht das keinen Sinn, da die Flamme hinten am Flugzeug ist. Und wenn wir uns drehen, dann hat die da hinten eigentlich nicht anzugehen. Das Ganze wieder abspeichern und dann sehen wir uns wieder in Unity. In Unity angekommen, werden wir jetzt einmal den Player auswählen und werden jetzt den Slot mit der Flamme belegen. Wir ziehen einfach das Game-Objekt hier wieder runter und starten das Ganze einfach mal. Dann werden wir sehen, sobald wir Gas geben, dass hier hinten am Flugzeug so eine kleine Flamme auftaucht. Und sobald wir keine Beschleunigung mehr haben, geht die Flamme quasi wieder aus. Na, das sieht doch schon richtig nett hier aus. Zu guter Letzt wollen wir jetzt noch dafür sorgen, dass wenn unser Spielerschiff Schaden erhält, dass man das Ganze auch visuell sehen kann. Dazu erzeugen wir zu unserem Spieler ein weiteres Game-Objekt und das Ganze nenne ich einfach einmal Player Ship Damage Overlay. Dann, damit wir es visuell auch sehen können, fügen wir jetzt eine neue Komponente hinzu und das ist wieder ein Sprite-Renderer. Von der Idee her ist es jetzt so, dass wir als Sprite hier ein bestimmtes Sprite auswählen, denn ich habe die ja auch schon im Päckchen mit drin. Es gibt hier einmal Ship Damage 1, 2 und 3 und wenn wir beispielsweise getroffen werden, soll das Ganze angezeigt werden. Ich wähle jetzt hier einfach mal kurz eins aus. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass dieser Sprite-Renderer über unserem Schiff liegt. Wir können jetzt einmal uns das Player Ship anschauen und sehen Order in Layer 0, okay? Das heißt, dass unser Ship Damage hier einfach ein kleines bisschen erhöht werden muss. Und dann sehen wir auch schon, dass wir hier eine visuelle Ausprägung haben, wenn unser Schiffchen getroffen wird. Da wir das Ganze jetzt zum Start noch nicht benötigen, klicke ich einfach einmal diesen Slot an, drücke auf Entfernen und dann ist es quasi erstmal wieder weg. Weiter geht's jetzt in unserem Code-Editor. Im Code-Editor angekommen, werden wir jetzt unseren Player-Controller erneut erweitern. Dazu brauchen wir ein paar neue öffentliche Felder. Das heißt, wir brauchen zuerst einmal einen Sprite-Renderer. Das ist nämlich unser Damage-Overlay-Renderer. Dann brauchen wir verschiedene Sprites, die angezeigt werden sollen, je nachdem, wie schwer unser Schiff getroffen wurde. Das sind ein Array von Damage-Overlays. Und zu guter Letzt müssen wir noch uns merken, welches Overlay aktuell angezeigt wird. Das ist ein Private Int Current Damage Overlay und das initialisieren wir mit minus 1. Als nächstes müssen wir jetzt in die Methode TakeDamage wechseln, denn hier müssen wir das Image Overlay, das heißt Damage Overlay, anpassen. Ich werde das Ganze jetzt sehr einfach implementieren und euch nachher eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Aber ich zeige euch jetzt erstmal meine kleine Implementierung. Zuerst werden wir zu unserem Damage Overlay gehen, bzw. zu unserer Variable Current Damage Overlay und sie um 1 erhöhen. Danach werden wir sie eingrenzen und sagen, dass unser Current Damage Overlay ein mavf.min ist, nämlich von unserer aktuellen Current Damage Overlay und Damage Overlays Length minus 1. Damit bewirken wir jetzt, dass unser Current Damage Overlay niemals größer sein kann als die Anzahl der Damage Overlays, die wir tatsächlich haben. Warum brauchen wir das? Wir werden jetzt ganz einfach zu unserem Damage Overlay Renderer gehen und das Sprite setzen auf Basis der Damage Overlays, also unserem Array, das wir haben. Und zwar als Index nutzen wir unser Current Damage Overlay. Damit bewirken wir jetzt, dass wir niemals eine größere Zahl erhalten, als wir Anzahl von Damage Overlays haben, um eben keine Fehlermeldung zu generieren. Jetzt merkt ihr schon, das Ganze ist hier sehr einfach implementiert, denn aktuell ist es so, dass mit jedem Schaden, den wir bekommen, ein weiteres Damage Overlay angezeigt wird. Eure Hausaufgabe, die ihr jetzt von mir noch bekommt, als Abschluss für dieses Video, eigentlich müsste man dieses Current Damage Overlay korrekt berechnen, nämlich auf Basis von Maximum Health und Current Health. Das heißt, das ist ein To-Do. Current Damage Overlay ist auf Basis von Maximum Health und Current Health berechnen. Ich lasse jetzt hier allerdings mal diese simple Implementierung, die ich hier habe, denn es geht erstmal nur um das Prinzip.
Wir speichern das Ganze jetzt einmal ab und wechseln dann zurück nach Unity. In Unity angekommen, werden wir jetzt noch eine Änderung in unserem Spieler vornehmen, denn wir gehen jetzt einmal hier auf unser Player-Game-Objekt und wir müssen jetzt hier einmal diesen Damage-Over-Renderer setzen. Das sollte eigentlich mal Overlay heißen, das könnt ihr natürlich gerne korrigieren. Aber wir werden jetzt einfach dieses Player-Ship-Damage-Overlay hier einmal reinziehen, da ist der Renderer drin. Und als Damage-Overlays ziehen wir jetzt einfach nacheinander diese Overlays rein, die ich hier vorbereitet habe. Das sind in der Summe 3 Stück. Und die landen jetzt einfach mal hier drin. Jetzt machen wir hier die Spielfläche wieder groß und wir machen einen abschließenden Test. Jetzt lassen wir einmal das Schiffchen hier von diesem Meteoroid treffen und dann sehen wir, dass jetzt unser Damage Overlay angezeigt wird. Wir haben jetzt hier schon ein paar Einschläge mit drin. Noch ein zweites Mal, dann wird es quasi umso schlimmer. Hier können wir jetzt ein paar Meteoriten abschießen und wir hören natürlich auch diesen netten Soundeffekt, wenn unsere Kugeln da einschlagen. Nach 12 Folgen haben wir jetzt unser eigenes kleines Spiel programmiert. Und wie ihr sicherlich festgestellt habt, ist auch noch einiges Luft nach oben, wie es halt immer so ist. Ich würde mich daher sehr freuen, wenn ihr das Ganze ein kleines bisschen weiter programmiert, in eurem Stil es anpasst. Und falls ihr Lust habt, kommt doch gerne zu uns auf Discord und zeigt mal ein paar Screenshots, was ihr aus diesem ganzen Tutorial gemacht habt. Nächste Woche seht ihr dann wie immer wieder den Chris und wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ihr Füchse, ciao, macht's gut.